Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, liebe Leute, es gibt eine Ankündigung zu machen. Eine kleine, und zwar, beziehungsweise eine größere. Und zwar, mir ist in den letzten Folgen tatsächlich aufgefallen, dass in der Version, die ich da gespielt habe, einiges anders war, beziehungsweise die Musik sehr anders war und gar nicht und überhaupt nicht mal so gruselig. Und ja, das war ein Grund dafür, dass ich jetzt die Version gewechselt habe. Ich habe das ganze Spiel noch einmal bis hier zu dieser Stelle durchgespielt. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen effizienter geschafft, ist klar, wenn man es alleine spielt. Und ja, es ist jetzt die Standard Director's Cut Version ohne DualShock, weil ich glaube, mit der DualShock habe ich auch einiges an Kommentaren gelesen, dass die Musik nicht so erstklassig sein soll, sage ich es mal nett ausgedrückt. Und ja, wir sind nach wie vor hier, Jill, und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz, ein paar Minuten, ich glaube 5 Minuten oder so, einen Einspieler machen, weil ich habe halt das Spiel nochmal durchgespielt und ich habe auch ein paar legendäre Cutscenes mit Barry noch dazu gehabt. Und andere Musiken und alles. Und ja, das möchte ich euch erstmal kurz einspielen. Also bis gleich. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry? Help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we?
Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Here's the serum! Richard, hold on! I'll give you a shot now! Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Give me the serum. Barry? So, liebe Leute, ja, jetzt seid ihr abgeholt. Ist das nicht geil? Die neuen Cutscenes mit einem Jill-Sandwich. Oh Mann, Leute. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind bei euch wahrscheinlich schon 6 Minuten vergangen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier einfach mal weiter. So, wir haben hier unsere 4 Plätze frei für unser V-Jolt-Gemisch. Genau, UNB Nummer 2. So, wir haben nämlich beim letzten Mal, hatten wir ja die Pflanze 42 entdeckt und gelesen, wie wir die platt machen können. Und zwar, wir müssen 4 Glasflaschen erstmal aufsammeln. Leere Flasche. Und wir müssen uns dieses V-Jolt zusammenmischen, liebe Leute. Dieses V-Jolt ist diese Chemikalie, die die Wurzel angreift. Genau, und dann würde ich sagen, mache ich das mal. Und ja, da muss ich aber gleich leider noch mal kurz mein Handy holen. daher werde ich gleich noch mal einen kleinen Cut. Ja, genau. Wir lesen erstmal hier, was wir hier überhaupt machen müssen. Ne? Wir hatten beim letzten Mal gelesen, dass V-Jolt die 16 ist. Ne? Und irgendwas ist da an der Wand geschrieben. Schaut mal da. Wasser 1, Rot 2, Lila 3, Grün 4. Und wir hatten hier diese Rechenaufgaben. Jetzt ergeben die nämlich auch einen Sinn. Und zwar... 1 plus 2 ist 3, 3 plus 4 ist 7 und so weiter, bis wir am Ende auf 16 kommen. Und die 16, liebe Leute, ist das V-Jolt. Genau, und das müssen wir jetzt mal zusammenmischen. Allerdings werde ich nochmal einen kleinen Cut machen. Ich muss mal kurz mein Handy holen, also bis gleich.
So, ja, da bin ich wieder. Ja, ich habe das Handy einfach geholt, weil falls irgendwas mit dem Timer oben schief laufen sollte. So, liebe Leute, das heißt, wirst du Wasser in die leere Flasche tun? Ja, natürlich. Mach das. So, dann haben wir jetzt eine Flasche mit Wasser. Schon mal gut, weil Wasser ist ja die Eins, ne? Und dann müssen wir jetzt hier hinten. Genau. 1 und 2 ist 3, 3 plus 4 ist 7. Grün steht da. 4 plus 5 oder was? Keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall machen wir erstmal das mit Rot. Okay. Ich würde sagen, während ich das jetzt hier zusammenmische, liebe Leute, würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ein Kommentarschreiber von euch, der gute PS Gamer, sei auch einmal gegrüßt an dieser Stelle, hat mich doch auf die Geschichte von George Trevor aufmerksam gemacht. Und ja, George Trevor, das war der Kerl, der hier dieses ganze Herrenhaus gebaut hat. So, erstmal so ein bisschen was. So, wartet mal, drei. Sie brauchen das Grüne. Ein bisschen was zu der Vorgeschichte von diesem Spiel im Prinzip, weil ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum hier in diesem Herrenhaus überall Fallen und versteckte Räume und sowas sind. Es liegt einfach daran, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, dass dieser George Trevor ein Faible für mittelalterliche Einrichtungen hatte. Und dieser George Trevor, der arme Kerl, ich sage euch gleich, was mit ihm passiert ist. George Trevor ist quasi von Umbrella gezwungen worden. 2 plus 4. Ist von Umbrella gezwungen worden, dieses Herrenhaus für die zu bauen, quasi als Unterschlupf für deren Forscher. Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum hier so ein Gasthaus auch dran ist, weil es wahrscheinlich immer mehr wurden. Und naja, eines Nachts wurde er, glaube ich, ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch liege, aber der gute George, er wurde von Umbrella, ja, verschleppt, beziehungsweise gefangen genommen. Jetzt haben wir 6, okay, wartet mal gerade. Wurde gefangen genommen und hat draußen im Garten eine Leiter gesehen. Und diese Leiter führt wohl in ein unterirdisches Labor. Und dieses Labor, ja, ist von Umbrella. Jetzt muss ich auch nochmal die drei mischen. Und naja, der gute George, der hatte auch noch halt auch noch eine Tochter, Lisa. Und Lisa kommt hier in diesem Spiel gar nicht vor. Ich glaube, das war so, dass das im Remake kam. Für dieses Spiel gibt es nämlich noch ein Remake. Ja, bitte. Und da kommt das jetzt, diese ganze Story nochmal mit Lisa. Und am Ende ist es halt so gelaufen. George Trevor hat sich selber ein Grab in diesem Haus gebaut. Und ja, seht ihr das? Wir haben das V-Jahr, Leute. Und naja, er hat sich verschanzt scheinbar und sich ein Grab in dem Haus. Ja. Selber quasi erstellt, weil er nicht von Umbrella weiter missbraucht worden wäre. Also, meine Güte, armer Kerl. Wirklich. Und, naja, so, was haben wir hier? Cool, Water. Wir haben das V-Jolt. Jetzt kann ich dieses Pflanzenmonster zerstören. Sehr schön, Jill. Und, ja, meine Güte, also, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt in so einem Haus, in so einer Lage gewesen wäre, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, hört ihr das, Leute? Diese Musik, ey. Die ist einfach viel gruseliger als diese komische DualShock-Musik. Ich kann es euch gar nicht anders sagen.
Okay, die ist einfach so schaurig, Leute. War das jetzt hier drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben das V-Jolt. Oh, hört euch diesen Soundtrack an, Leute. Ja, wir sind goldrichtig. Hört euch diesen Soundtrack an. Der ist einfach viel gruseliger hier. So, dann gehen wir mal runter. Da drunten wartet auch ein genialer Soundtrack auf uns. Hört euch diese Musik an. Ist das nicht geil? Naja. Ja, liebe Leute, wie gesagt, also wenn ich in so einer Lage wäre, ich würde mich wahrscheinlich auch verschanzen. Irgendwo im Keller. Und ja, das stelle ich mir schon übel vor, wenn mich da so eine Firma zwingen würde, hier so ein Herrenhaus zu bauen. Mein Gott, ey. So. Wir sind jetzt wieder in diesem Kellerbereich hier. Und wir müssten ja jetzt dieses V-Jolt, was wir gerade... Hört euch diese Musik an. Oh Gott. Richtig schön gruselig. Oh. Richtig schön gruselig, ey. Ja. Und jetzt haben wir hier das V-Jolt und das können wir jetzt hier... Wie nah darf ich denn da dran gehen? Oh Gott. Okay, Jill schütt das dahin, was auch immer. So. Ja, wie gesagt, also ich würde mich auch verschanzen. Oh, ich glaube, das tut dir nicht gut, liebe Pflanze. Ich glaube, das hat dir ein bisschen wehgetan. Kann das sein? Okay. Gut, liebe Leute. Ja. Die Wurzel der Pflanze 42 haben wir jetzt quasi ausgeschaltet. Und, ja. Genau, und dann können wir gleich auch erfahren, warum wir diese ganze Sucherei hier unten überhaupt gemacht haben. Ich bin wieder den langen Weg gelaufen, aber... So kriegen wir noch ein bisschen die neue Musik zu hören, ey. Oh mein Gott. Ja, liebe Leute, das ist jetzt der Originalspiel-Sound vom ersten Teil. Und ja, so viel im Prinzip was von dem, was letzte Woche passiert ist. Ich habe mir die Geschichte von George Trevor ein bisschen durchgelesen letzte Woche. Ich habe mir das Spiel hier nochmal neu durchgespielt. Das hat mich ungefähr zweieinhalb Stunden gekostet. Und... Ach, diese Mucke, ey. Diddle, 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 diddle. Oh Mann. Gut. Dann... Ja, wie gesagt, ich habe mir die Geschichte von George Trevor angeschaut. Ich habe mir das Spiel nochmal durchgespielt, was zwei Stunden gekostet hat. Und ich hatte ja Zeit. Ne? Weil ich ja schon im Voraus aufgenommen hatte beim letzten Mal, ne? Ihr erinnert euch, ich habe ja 4 Folgen am Stück aufgenommen. Und noch was Neues. Diese neue Safe-Room-Musik. Oh, die beruhigt einen doch so geil. Die gibt einen so ein Gefühl der Sicherheit hier. Ach, ist das geil. So, dann würde ich sagen... Können wir mal das Inventar durchgehen. Also, wir haben Shotgun-Muni en masse. Wir haben hier... Feuerzeug, klar. Wir haben hier gemixte Kräuter, Kampfmesser, gemixte Kräuter. Ersthilfe-Spray habe ich nicht benutzt in diesem Nachholdurchgang. Mal gucken, was dann passiert am Ende. Wir haben diese kaputte Shotgun noch. Haben hier Kräuter, haben die Bazooka. Die werde ich auch jetzt reinpacken. Und wir haben diese... Brandmission, die werde ich auch reinpacken. Dann haben wir jetzt uns hier noch ein paar gemischte Kräuter gemacht. Dann haben wir hier noch Explosivschuss. Ja, es sieht ziemlich heftig aus, was wir hier gerade uns ja, equippen, aber ich sag's euch, Leute, das wird nötig. Und nun noch eine andere Sache. Ich habe noch nicht gespeichert. Ich habe alles mit Safe States gemacht. Und, ja. 21 Farbbänder haben wir jetzt.
Allein der Tatsache, dass wir nicht gespeichert haben. Das finde ich natürlich extrem krass. Gut. Rick Jill. Dann rüste dich mal bitte um. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich renne da jetzt nur mit einer Medizin rein. oder wartet mal, bin ich hell? Ach, bin ich hell. Bin ich gelb oder was? Nee, grün, okay. Gut, Leute. Lasst uns die gegen die Pflanze 42 kämpfen. So, und dann möchte ich auch gleich wieder raus hier aus diesem Gasthaus. Das ist wirklich gruselig hier mit der neuen Musik. Gut. Wo waren das jetzt? Ich glaube, das war hier, ne? Hier drin. Bei den scheiß Wespen. Ja, ja, genau. Bei den Wespen waren das. Genau. Kann man das vielleicht verbrennen irgendwie? Das Wespennest? Nein, nein, okay. Das versuche ich nicht. Das ist sinnlos. Brauchen wir nicht. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 1 Director's Cut. Und hier ist wieder diese schaurige Musik. Genau, da hatten wir das Buch beim letzten Mal reingepackt. Und wir hatten uns hier diese Tür geöffnet. Gut, liebe Leute. Dann packen wir es an. Bosskampf. Ja. Bosskampf. Hallo, Pflanze 42. Du siehst ein bisschen kaputt aus, würde ich sagen. Okay, und es regnet hier irgendwie. Gut, wir sind noch grün. Wechsel zur Brandmuni, Jill. Und schieß weiter drauf hier. Los. Und bam. Nee, oder? Nee, oder? Das war schon. Was zur Hölle? Was? Das war's? Das war die ganze Pflanze mit 7 Schuss. Ist die kaputt? Na gut, da liegt noch so ein lila Klumpen. Aber ich glaube, der kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Ja, Jill, da guckst du. ja, Leute, das war die Pflanze 42. Und ja, wir hätten auch hier reingekonnt, ne? Diese beiden Türen führen beide in das... Was hat sie denn jetzt da angeguckt? Ach. Führen beide in das Zimmer mit den Wespen. Und was haben wir denn hier? Tada! Für diesen Schlüssel haben wir dieses ganze Gasthaus erkundet. Nein, prüf das bitte. Wir haben dieses ganze Gasthaus nur für diesen Helmschlüssel erkundet. Das heißt, das Haus steht uns offen. Liebe Leute, das Herrenhaus steht uns offen. Und ja... Dann frage ich mich jetzt aber gerade, ob hier noch was war oder... Nee, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Leute, mehr gibt's hier nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich wieder zurück ins Herrenhaus. Aber liebe Leute, glaubt nicht, dass es da jetzt... Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, das Herrenhaus ist ja jetzt leer. Nee, falsch gedacht. Das wird jetzt nochmal anstrengend. What the... Okay, Cutscene. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Ja, liebe Leute, wir haben Wesker getroffen. Er hat hier auf irgendwas geballert
Und, naja, er tut jetzt so. Schaut euch mal diesen Gesichtsausdruck von Jill an. Und er tut so, als ob er uns schützen möchte. Um Gottes Willen. Hier, die Bienen. Oh mein Gott, wir können die kaputt treten. Schaut euch das an. Wir können die Bienen kaputt treten. Hier, bam. Und ja, da habe ich mich zum Glück jetzt nicht erschrocken. So, und naja, wir haben ja in der vorletzten Folge war das, glaube ich. Sorry. In der vorletzten Folge war das, glaube ich, dass wir das mitgekriegt haben, wie Wesker mit Barry gesprochen hat. Ne, von wegen Zerstörung der Stars. Mhm. Oh, ein Funkspruch. Okay, ein Funkspruch. This is Brad. I know you can't answer me. But somehow, give me a... This is Jill. Brad? Oh, it's broken. Ja, das Mikrofon, Walkie-Talkie ist kaputt. Ja. Die Batterie ist noch geladen. Hä? Hä? Aber ich dachte, es ist kaputt. Na gut, wenn es kaputt ist, kann die Batterie ja trotzdem geladen sein, ne? Ja, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge ja, vorletzten Folge, mit dem Wesker das rausgefunden, dass er da irgendwas im Schilde führt, scheinbar. Und, in dem Durchgang mit dem, mit der DualShock-Version. Und, ja. Dann machen wir uns jetzt mal wieder auf den Weg hier in diesen lauten Bereich. So, Leute, hier. Genau, hier in diesem Wasserfall dahinter. Das Wasser fließt von der anderen Seite herunter. Da ist was hinter. Ja. Und dank der Geschichte mit George Pepper habe ich gefunden, dass da eine Leiter dahinter ist. Liebe Leute. Und wenn wir da drin angekommen sind, dann ist wirklich... Dann wird es anstrengend. Dann wird es richtig heavy. Aber es wird jetzt auch schon richtig heavy, das kann ich euch schon sagen, Leute. Weil, wie gesagt, das Herrenhaus ist nicht so leer, wie ihr wahrscheinlich denkt. Nein, definitiv nicht. Hab ich mich denn genug vorbereitet? Eigentlich ja. Rüst mal bitte die Schrot aus. Eigentlich bin ich hier relativ gut vorbereitet sogar. Ich darf mich nur halt nicht sonderlich treffen lassen. Das ist es halt. Und genau, da würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück in das Herrenhaus von George Trevor. Und ja, wie gesagt, wir werden in einem bestimmten Bereich des Herrenhauses George Trevors Grabstein finden. Genau. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir rein und ja, erkunden das Herrenhaus. Weiter. Weil wir haben ja jetzt unseren netten Schlüssel, den Helmschlüssel, mit dem wir jetzt die restlichen Türen öffnen können. Okay. Wir sind wieder im Herrenhaus, Leute. Ist das nicht schön? Wir sind raus aus diesem unheimlichen, aus diesem Gasthaus. Und, jo. Wir sind wieder im Herrenhaus. Cutscene. Oh ja, liebe Leute, darf ich vorstellen, ein neuer Gegner. Das ist ein Hunter, liebe Leute. Hunter, und die müssen wir, die dürfen wir nicht von der Ferne bekämpfen, sondern wir müssen die so bekämpfen. Diese Viecher, Leute. Ha. Ja, das sind Hunter. Ihr seht, wir sind im... Shit. Wir sind im gelben Bereich. Bei denen gibt's eine Besonderheit. Und zwar, die sind verdammt schnell, wie ihr gesehen habt. Verdammt brutal stark. Richtig krasse Viecher. Und, wenn wir jetzt im gelben Bereich sind, was wir leider sind, können die uns one-hitten.
Das heißt, wenn wir auf Distanz gehen, kommen die angesprungen und schlagen dir den Kopf ab. Und meine Güte, diese Viecher, ne? Die haben mir schon ganz schön viel Angst bereitet, beziehungsweise die, vor denen habe ich echt Schiss. So, dann würde ich mal sagen, da rennt einer rum. Scheiße! Oh, okay, ich bin im orangen Bereich, das heißt, ich muss mich jetzt voll heilen. Ihr seht das, ne? Die Schläge von denen. Und hier. Ah, verdammt, die treffen. Nein, lad doch nicht nach. Oh, scheiße. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen hier bei denen, ey. Boah, ekelhafte Viecher. Oh, wartet mal. Was? Da habe ich doch. Wartet mal, nein. Geh erstmal wieder raus hier. Raus hier. Ich wollte so schnell wie möglich vor dem Hunter weg, ey. Da ist doch was, schaut euch das an. Ich lege ein paar Patronen in dem Raum hinter dir ab. Benutze sie im Falle von, wenn es Ärger gibt. Barry! Ist das nicht geil? Barry hat uns Munition gegeben. Ach, Barry ist doch cool, oder? Er hat uns tatsächlich geholfen. Und ja, liebe Leute, dann schauen wir uns mal an, was Barry uns hier Gutes gegeben hat. Auf jeden Fall mal ein Heilungsspray. Das ist sehr nett von dir, Barry. Finde ich echt super. Gut. Oh, da sehe ich noch Granaten und Schrotbulli. Sehr schön. Okay. Aber die Bazooka werde ich rausnehmen. Das Heilspray auch. Das werde ich austauschen gegen. Das ist ein Doppelgrün mit Blau. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Gegen ein rot-grünes. Genau. Und so werde ich jetzt rumlaufen. Ich werde jetzt noch die Muni einsammeln. Die Schrotmuni, die nehme ich direkt mit. Sehr schön. Und hier noch diese Säurepatronen. Die werde ich aber ablegen. Stimmt, und wir sind noch im gelben Bereich. Das dürfen wir nicht zulassen bei den neuen Gegnern. Weil wenn sie dann angesprungen kommen, dann, wie gesagt, sieht's uncool für uns aus. Aber wir haben hier, glaube ich, noch einzelne Kräuter. Genau, ein grünes haben wir noch. Das werde ich mir jetzt reinschmieren hier. Auf die Haut schmieren oder essen. Ich weiß es halt nicht, was Jill damit macht. Okay, Leute. Dann werde ich mal gucken müssen jetzt, wo denn in diesem Haus noch geschlossene Türen sind. Hier im Unterbereich auf jeden Fall nicht. Oder? Wartet mal, doch. Doch, wartet mal. Geh mal zurück. Direkt hier neben ist da noch ein Zimmer. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, wir haben ja den Helmschlüssel. Zack. Okay, Helmschlüssel. Sehr gut. Was befindet sich hier drin? Es geht raus auf jeden Fall, okay. Ein Buch hier. Aber hier sehen wir irgendwie nichts. Das ist so eine Sache. Wir sehen hier nichts. Können wir hier irgendwo das Licht anmachen, Jill? Das ist auch ziemlich dunkel hier. George wollte Strom sparen. Nichts da. Wir haben jetzt wieder Licht hier. So, da liegt doch was. Was haben wir denn da? Magnum-Patronen! Oh mein Gott. Wir haben Magnum-Patronen gefunden. Nein, mach das bitte nicht aus. Für die Magnum. Das ist eine Waffe, die wir noch kriegen werden. Ich sehe nur das Mondlicht und den tiefen Wald. Die kriegen wir noch und das ist wirklich die stärkste Waffe im ganzen Spiel. So, was haben wir hier? Eagle of West. Ne, Eagle of East. Wolf of West. Das Buch des Verderbens. Okay.
Überprüf das doch mal bitte, Jill. Das Buch? Nichts Wichtiges, ja, aber du kannst es doch aufschlagen. Oh, da ist eine Medaille drin. Aha, eine Adlermedaille. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, sieht schön aus. Schöne Medaille. Okay. Eine Medaille von dem ersten Buch des Verderbens. Okay, sie hat das Buch weggeschmissen und sich nur das um das Gold auf fürs Gold interessiert. Ja, das ist typisch Frau. Ist halt so. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Dann haben wir auch dieses Zimmer erkundet. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, lege ich diese Sache nochmal ab, weil die Magnum habe ich ja noch gar nicht. Ne? Die werde ich auch nicht benutzen. Die werde ich definitiv nicht benutzen, Leute. Gegen die Hand, da kommen wir auch mit dem Schrotgewehr weiter. Die werde ich mir aufsparen. So einfach sieht's aus. So. Und... Leg das mal bitte weg, diese Medaille auch bitte. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, weil wir sind nämlich am Folgenende angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.